Hey, ich bin's Tops im Home Gym. Was würdet ihr sagen, wenn ich behaupte, dass ihr für unter 50 € fast so trainieren könnt wie im Gym? Also nicht genauso wie im Gym. Aber wir kommen schon ziemlich nah dran. Ihr könnt die Übungen auch daheim ausführen mit diesem Produkt. Das Produkt, über das wir reden, das ist meiner Meinung nach das meist unterschätzte Produkt in der Fitnesswelt. Die meisten denken immer noch, dass es nur 80-Jährige benutzen. Oder dass es nur zu therapeutischen Zwecken, zum Beispiel in der Physio eingesetzt wird, oder eben zu ähnlichen Zwecken oder Aerobic eben. Aber ich sage nein, denn wir reden von Resistance-Bänder. Resistance-Bänder, die dienen nicht nur zur Unterstützung bei beispielsweise Klimmzügen, sondern sie können auch zusätzlich zu Gewicht genutzt werden oder eben auch eigenständig als Kraftelement genutzt werden. Was sind denn Resistance-Bänder? Resistance-Bänder sind im Endeffekt Gummibänder, die Widerstand haben. Also wir haben jetzt hier keine 10 Kilo Hantelscheibe, sondern wir haben hier einfach ein Band, ein Gummiband mit Widerstand. Das hat eine variable Schwierigkeit. Das heißt, wenn wir jetzt wieder die Gewichtsscheibe vergleichen, da sind bei einem Curl unten 10 Kilo und oben 10 Kilo. Wir haben hier eine variable Schwierigkeit. Das heißt, wenn ich jetzt das Band für den Curl nutze, habe ich hier unten an der Startposition den wenigsten Widerstand und in der Endposition den meisten Widerstand. Im Grunde genommen kann man mit den Resistance-Bändern die Kurz- und die Langhantel ersetzen, und was halt auch ein Vorteil ist, es folgt eben dem natürlichen Muskelverlauf, wie wir gerade eben beim Curl gesehen haben. Zusätzlich sind sie eben noch leicht transportierbar. Wir können jetzt mal, wenn wir das mit Equipment aus dem Gym vergleichen, dann am ehesten mit dem Kabelzug. Beim Kabelzug können wir auch von oben nach unten jeden Muskel abarbeiten. Sprich, wir können den Trizeps von oben bearbeiten, indem wir Triceps Extensions machen. Wir können genauso von unten arbeiten und für den Bizeps arbeiten. Wir können den Bizeps aber auch von oben bearbeiten. Das heißt, wir können wirklich von jeder Seite jeden Muskel beanspruchen. Das passiert eben bei dem Kabelzug mit Umlenkrollen, und bei den Resistance-Bändern brauchen wir diese Umlenkrollen eben nicht. Wir haben im Endeffekt drei Gruppen, wo wir die einteilen müssen. Die erste Gruppe sind die Mini-Loop-Bänder. Die meisten kennen die von einfachen Workouts, und ich finde auch, da liegt der Einsatzbereich. Die haben kein großes Spektrum und sind nicht selbstständig. Man kann damit Bein- und Po-Übungen machen, aber recht viel dann schon auch nicht. Und dafür sind sie aber auch kostengünstig. Wir reden hier von 15 bis 20 €. Man kann sie jetzt auch zusätzlich noch zu den zwei anderen Alternativen hier noch zusätzlich nehmen. Das zweite Produkt oder die zweite Gruppe wären dann die sogenannten Tubes, die wir jetzt hier sehen. Das sind quasi einfach so Bänder, die man mit so einem Karabinerhaken an so einem Ring vorne anschließen kann, und an diesen Ring kann man dann eben einen Griff anbringen. Mit denen kann man so ziemlich alles trainieren wie im Gym, funktioniert sehr gut. Der einzige oder die zwei Nachteile, die wo ich hier sehe, ist erstens, wenn dir hier ein Band reißt, das kann dir wirklich ins Gesicht springen. Und der zweite Nachteil ist, da wir hier einen Ring haben, finde ich, ist der Widerstand sehr begrenzt. Man kann zwar schon einige hier dran packen und der Widerstand ist nicht gering, aber irgendwann hört es dann doch auf. Und dann haben wir eben mein Favorite, meinen persönlichen Favorite. Und mein persönlicher Favorite, den wo ich schon die ganze Zeit in die Kamera gehalten habe, das sind eben diese großen Loop Resistance Bänder. Warum sind die mein Favorite? Ich finde, die bieten viel mehr Widerstand als die Tubes, auch schon in den kleineren Bereichen. Als Set kommen die mit 5 Bändern. Und selbst wenn dir zum Beispiel beim Kreuzheben das fünfte Band noch nicht reicht, dann kannst du das eben kombinieren mit zum Beispiel hier so einem leichteren noch zusätzlich, und dann maximiert sich eben dieser Widerstand. Ja, und man kann eben nicht nur mit denen einen Klimmzug oder einen Dip erleichtern, sondern man kann auch diese Körpergewichtsübungen noch erschweren, indem man sich beispielsweise bei der Liegestütz hier das Band hinten rum schnallt oder eben beim Dip hier rum. Wenn ihr die Bänder kauft, wundert euch nicht. Also bei allen drei Sorten von denen ist es immer so, dass die eigentlich mit einem relativ strengen Geruch ankommen.
Aber das ist eigentlich normal bei denen. Das ist dieses Latex, dieser Naturlatex bei den meisten. Der geht dann auch ziemlich schnell wieder weg, dieser strenge Geruch. Ich finde, es empfiehlt sich nicht, einzelne Bänder zu kaufen, sondern kauft am besten gleich dieses Fullset. Wie gesagt, wir sind bei allen drei unter 50 Euro. Bei diesen hier müsst ihr bis zu 50 Euro rechnen, wenn ihr das im Set kauft. Kriegt ihr aber auch für 40 Euro. Bei den Tubes, die sind ein bisschen günstiger. Und wie gesagt, diese ganz kleinen Loops, die man eher für Workouts hernimmt, bei Po- und Beinübungen, die sind dann so bei 15 bis 20 oder höchstens 25 Euro. Der Markenname ist hierbei eigentlich relativ egal. Da gibt es keine großen Unterschiede, eher ein paar kleinere. Das ist aber dann Geschmackssache, was so im Set enthalten ist. Wenn wir noch bedenken, ich habe im letzten Video die olympischen Kurzhanteln vorgestellt. Ich zeige sie hier nochmal. Die hier, das gute Stück kostet ja schon, also mit zwei, wo man natürlich braucht, über 100 Euro und dabei sind noch keine Gewichte dabei. Das muss man natürlich auch bedenken. Wenn man bedenkt, dass man mit dem hier quasi wie am Kabelzug trainieren kann, wie an der Langhantel und an der Kurzhantel. Und die sind trotzdem sehr, sehr günstig. In dem Fall muss man das sagen. Empfiehlt sich das natürlich, so eine Bänder zu kaufen und das eben herzunehmen. Man muss nämlich auch sagen, was auch ein klarer Vorteil bei solchen Bändern, besonders eben bei den Loopbändern ist, du kannst sie eigenständig nutzen oder eben mit Gewicht kombinieren. Vorteil ist eben, weil wenn jetzt ihr sagt, ihr kauft die nur jetzt wegen am Lockdown und ey, Thompson, was mache ich danach mit den Bändern, da brauche ich sie nicht mehr. Ich sage doch, ihr könnt sie auch ins Fitness mitnehmen, wenn ihr zum Beispiel noch keinen Klimmzug schafft oder ihr wollt euch die Dips mal auf einer anderen Weise erschweren, könnt es auch als Element in eurem Training einfach einbauen, weil beispielsweise Overhead Press ist ja doch ein bisschen wackeliger mit diesen Resistance-Bändern. Und dann ist es doch nochmal ein anderes Element. Oder wenn ihr es eben mit Gewicht kombiniert im Gym, das gibt auch nochmal einen anderen Reiz. Oder ihr seid so wie ich ein Home-Gym-Owner und ihr wartet zum Beispiel noch auf eine Gewichtslieferung, weil zurzeit ist das ja eh ein bisschen schwierig, dann könnt ihr die auch als Ergänzung noch nutzen. Und jetzt abschließend kann man zum Endeffekt noch sagen, die ersetzen natürlich nicht das Gym. Ihr müsst natürlich auch eure Motivation noch aufbringen zu trainieren, aber die sollte natürlich da sein. Dann kann man natürlich sagen, die sind günstig, sie sind verfügbar im Gegensatz zu Langhantel und den Gewichten. Sie nehmen absolut keinen Platz weg. Und man kann so ziemlich jede Übung damit nachtrainieren. Ich bin gespannt, ob ihr euch auch Bänder holt oder vielleicht habt ihr schon mal mit solchen Bändern trainiert. Lasst mich gerne wissen, was ist von euch vielleicht das meist unterschätzte Equipment. Vielleicht habt ihr da was, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin's, Tops im Home Gym. Ich habe euch die Bänder vorgestellt. Ich würde mich über ein Like freuen. Ciao.